SMBX-Tutorial und zum vielleicht vorletzten Part. Und ja, im letzten Part haben wir bereits die Warps auf der Weltenkarte besprochen. Und ja, es ist gerade zwar etwas langsam und stockig, was damit zusammenhängt. Ja, ich weiß auch nicht, heute ist irgendwie nicht so der richtige Tag. Muss auch schon sehr oft laden. Also, im letzten Part habe ich euch ja gezeigt, wie man im Level-Editor ein Warp zur Weltenkarte macht. Dasselbe kann man jetzt auch direkt auf der Weltenkarte machen, indem man einfach hier diese Location eingibt. Das heißt, wenn man hier zum Beispiel so ein Level platziert, kann man hier die Location eingeben. Ja, natürlich Zahlen. Und halt. Nein, will ich doch gar nicht. Ja, halt minus irgendwas. Ja. Und dann wird man halt auch wieder bei der Map Location gespawnt. Und so kann man dann auch wieder Warps auf der Weltenkarte bauen. So. Ja. So viel dazu. Und das war's dann auch schon mit den Warps auf der Weltenkarte. So, jetzt läuft's schon etwas flüssiger. Na, scheiß drauf. So, jetzt geht's weiter mit den Settings. Also, wie gesagt, das ist hier wahrscheinlich der letzte, vorletzte Part im Tutorial. Warum gehst du so nach oben? So, ja, also in den Settings kann man erstmal seiner Welt einen Namen geben. Hat irgendeinen Namen. Und wenn man dann das Spiel startet und dieses Spiel auswählt, wie man das macht, zeige ich später noch. Und dann erscheint dieser Name. So, also hier kann man seiner Welt einen Namen geben. Dann soll man. Muss man dem Spiel sagen, welcher der erste Level ist. Also wenn man das Spiel startet zum ersten Mal, wo startet das Spiel? Soll das Spiel mit einem Level starten, gibt man hier den Level File Name ein. Das kann zum Beispiel Level 1.lvl sein. Dann startet hier dieser Level im Level-Editor automatisch, wenn man das Spiel startet. Und dann sucht das Programm auf der Weltenkarte nach einem platzierten Level mit demselben Level Final und dort wird man dann gespawnt. So. Ja. Wenn ihr aber direkt auf der Weltenkarte starten wollt, dann könnt ihr einfach hier irgendwo ein Level platzieren und macht hier einen Haken rein. Das heißt, dann startet kein Level automatisch, nein, sondern ihr spawnt automatisch bei dem Level, wo dieser Haken drin ist. So kann man auch das Spiel starten. Dann gibt es auch noch die Option von Super Mario Bros. Und Super Mario Bros. 2, dass es gar keine Weltenkarte gibt und dass man dann den Level neu startet, wenn man stirbt. Das kann man natürlich auch machen. Dann, wenn ihr Sterne im Spiel habt, müsst ihr eingeben, wie viele das sind. Das können jetzt zum Beispiel 8 sein. Das können aber auch, ja, halt eine beliebige Zahl, wie viele Level mit Sternen es gibt. Das müsst ihr da eingeben. Dann könnt ihr hier Charaktere blocken, nämlich indem ihr da einen Haken reinmacht. Das heißt, diese Charaktere kann man dann nicht verwenden. Und dann gibt ihr halt noch Credits ein, also wer mitgearbeitet hat, zum Beispiel euren Namen. Ja, Grins. So, also ihr könnt da halt dann noch eure Credits eingeben. Die Zeilen sind unendlich lange, nur um das mal klarzustellen. Und ihr habt 4 Zeilen zur Verfügung. So. Ja. Jetzt
Also das sind die Settings. Ach ja, hier könnt ihr natürlich auch wieder, das, wenn ihr was platziert, entweder ein Raster aktivieren oder aber das Raster deaktivieren. Dann könnt ihr wieder so beliebig platzieren. So. Ja. Das waren dann auch schon die Level-Settings. Und ja, das war's. Das war's mit dem World-Editor. Und jetzt zeige ich euch, wie man das Ganze in ein Spiel verpackt. Ja, und wie es aussieht, wird das ja auch schon der letzte Part. Ist ja nicht so schlimm. Ich meine, 16 Parts sind von Tutorial schon eine ganz schöne Menge. Aber ja. Also, wie baut man sich ein Spiel? Dazu geht ihr erstmal wieder in SMBX und den Worlds-Ordner. Dann habt ihr hier, wie ihr ja bereits wisst, eure ganzen Welten. Zuerst einmal stellt ihr euch dann einen Ordner, wo ihr die ganzen Sachen reinwerft. Dann geht ihr in den Ordner rein. Und dann muss hier eine Weltdatei vorhanden sein. Wenn hier keine Weltdatei vorhanden ist, oder andersrum, wenn hier eine Weltdatei vorhanden ist, aber keine Leveldatei, dann geht es auch nicht. Dann kann das Spiel nicht gestartet werden und dann, wenn ihr das Spiel startet, werdet ihr auch werdet ihr euer Spiel nicht sehen. Also, ja, das zeige ich euch einfach später. Also hier sind dann jedenfalls eure ganzen Levels drin, um das jetzt mal an einem anderen Beispiel zu zeigen. In meinem Spiel habt ihr hier eure ganzen Level, die ihr gebaut habt. Ja, hier sind meine ganzen Custom Musics. Bin ich etwas freaky damit umgegangen, aber okay. Und hier oben habt ihr dann halt wahrscheinlich noch ein paar Ordner, wo ihr eure Custom Grafiken reingeworfen habt. Zum Beispiel hier. Ja, lustig. So, ja. So, das packt ihr alles in einen Ordner. Und dann müssen hier halt Level-Dateien sein und mindestens eine Word-Datei. Eigentlich darf auch nur eine Word-Datei vorhanden sein, ansonsten weiß ich zwar nicht, was passiert, aber ich schätze mal, dass sich das Spiel aufhängt. Also nochmal zur Wiederholung, LVL ist Level-Datei und WLD ist Word-Datei. Und wenn ihr ein Spiel startet und auf einem State speichert, sollte in dem entsprechenden Ordner noch eine Save-Datei erscheinen. Die könnt ihr dann löschen, dann ist halt euer Spielstand weg. Überlasse ich euch. So. Ja. Nun gut. Also, so packt ihr das alles in einen Ordner rein. Und das war's dann eigentlich schon. Und dann sehen wir uns gleich in-game. So. Ja, also ich möchte euch nur nochmal diesen Bildschirm hier zeigen. Nur wegen so Rechten und so. Also Super Mario Bros. X ist ein Fangame und hat nichts mit Nintendo zu tun. Ja. Aber die Figur und so und alles und die Grafiken, die sind alle von Nintendo. Und von ihren Erfindern halt. Und dann steht hier unten halt nochmal, wenn man das Nintendo supporten will, soll man sich halt eine Wii kaufen. Was ich schon gemacht habe. So. Ja, wenn das hier mal fertig geladen hat, das dauert jetzt natürlich etwas länger, weil ich aufnehme. Und ja, das ist jetzt wahrscheinlich schon der letzte Part. Boah, das wird was gut laut, aber ist ja auch egal. So. Ja, also ich mache jetzt hier kein Tutorial, wie man sich hier was einstellt, sondern ja. Hier habt ihr dann das Ganze und ja, hier ist jetzt sozusagen zwei unsichtbare Spiele, weil hier zwei Weltdateien sind. Also, naja. Es sind jetzt halt zwei Ordner, aber in denen es sind auch eine Weltdatei, aber diese Welten haben noch keinen Namen, deshalb steht hier nichts. So. Dieses Game hat man von vornherein, wisst ihr ja wahrscheinlich. Und das hier ist jetzt halt eins, das ich gebaut habe. Ui, lustig. Ich habe schon alle drei States angefangen. Komisch. Schauen wir mal rein. Ui, lustig. Tote Datei. Ich glaube, wenn ich jetzt auf Quit gehe, hängt sich das Spiel auf. Ja, ich wusste's.
Das kann jetzt an mehreren Sachen hängen. So, und ja. Bin wieder da. So, und jetzt habe ich währenddessen mal den beiden anderen Games mal einen Namen gegeben. Ja, das ist die Tutorial, die ihr gerade gesehen habt. Da gibt es bloß leider kein Auto-Start-Level, deshalb würde sich da jetzt das Spiel wieder aufhängen. Das Testspiel, das ist die Testwelt gewesen. Frag mich jetzt. Ja, jetzt ist plötzlich alles empty hier, aber okay. Jedenfalls, wenn ihr dann das Spiel startet, könnt ihr hier einen Slot auswählen und dann wird gleichzeitig ein Safe erstellt. Und wieder mal ist das Spiel tot. Wie sagt man so schön, alle guten Dinge sind drei? Ich hoffe's. Mal schauen, ob es jetzt funktioniert. Nehmen wir doch mal zur Sicherheit Slot 2. Sieht schon mal gut aus für den Anfang. Ja, das kenne ich. Das ist mein Intro. So, ja. Und dann startet jedenfalls der Level, wo ihr Autostart eingegeben habt. Und ja. Oder ihr startet auf der Weltkarte, wenn ihr, wie gesagt, das mit GameStart gemacht habt. Aber das habe ich alles erklärt. Gehen wir mal raus hier. Ja, da riecht sich hier ein bisschen auf. Was laberst denn du? Ja, laber. Okay, dann gehen wir mal hier raus. Und ja, jetzt sind wir hier. Lustig, auf meiner Oberwelt. Ja. Und dann, ja, so sieht es halt aus, wenn ihr alles richtig gemacht habt. Und dann könnt, ist hier gleich der Weg zum ersten Level. Den könnt ihr dann auch spielen und so. Jetzt hier mal so ein Speedrun. Yay! Boah. Ach, ich kann's immer noch. Oh. Shit, komm runter. Ja, also ich mache jetzt hier. Ich spiele jetzt hier nicht das ganze Spiel. Nein, nein. Das ist jetzt hier nur so ein Beispiel, damit's klar ist. So sieht es halt dann aus, wenn ihr alles richtig gemacht habt. Und dann, ja, kommt, wie gesagt, die Verbindung zum nächsten Level. Wenn ihr es richtig gemacht habt. Und hier seht ihr auch nochmal. Umlaute müssen umschrieben werden. Bei Grüne muss sich das Ü durch ein UE ersetzen. Ansonsten wäre da eine Lücke gewesen. Also so sieht es aus, wenn ihr alles richtig macht. Und ja. Jetzt zeige ich euch nur noch schnell, wie man sich ein Custom-Intro erstellt. Also, für ein Custom-Intro braucht ihr erstmal ein Level. Es ist jetzt komplett egal, welches Level ihr nehmt. Es muss einfach ein Level sein. Einfach eine Level-Datei. Also, nehmen wir mal Irwins Intro. Intro? Ist das mein Custom-Intro? Ich weiß es gar nicht. ABC. Okay. Nehmen wir mal was anderes. keine Ahnung. Nehmen wir einfach mal was aus den Version 2. Den Bonus 1 Level. So, und den wollen wir jetzt zu einem, ja, Intro machen. Und deshalb tun wir den mal kopieren. So eine Art Sicherungskopie. Fügen den hier ein. So, das ist Schritt 1. Jetzt nehmt ihr das eigentliche Intro, nämlich das hier. Schneidet es aus. Und fügt es irgendwo ein, zum Beispiel hier. Ist jetzt nicht so wichtig. Jetzt habt ihr hier euer Intro. Schneidet das hier aus. Und fügt es hier ein. In diesen Ordner, in euren SMBX-Ordner. Und nun benennt ihr ihn um zu intro.lvl. So. Und jetzt, sobald ihr das Spiel startet, wird das erscheinen. So.
Jetzt sind wir mal gespannt, ob es funktioniert. Ja, ich lasse es aufs Windowed Mode, damit das hier mal ein bisschen schneller geht. Lustig, sobald ich die Aufnahme wieder aufnehme, dreht sich die Münze viel schneller. Also das lädt viel schneller. So. Ja. Übrigens ist 3 Uhr nachmittags, nicht 3 Uhr in der Nacht. Seht ihr ja auch hier unten. Ja, aber das spielt ja jetzt keine Rolle. Ich will hier bloß die Zeit rumbringen, bis er endlich mal fertig geladen hat. Und funktioniert's? Ja, es funktioniert. Und dann habt ihr halt den entsprechenden Level. Okay, das sollte jetzt allerdings nicht passieren. Ja, es flimmert halt etwas, weil ein Offscreen-Exit mit eingebaut ist. Und die Custom-Graphics nicht mit eingebaut sind. Aber so fügt ihr dann jedenfalls euren Dings an, euer Intro. So. Das mit dem Flimmern kann man auch noch wegmachen. Also ja. Und jetzt, ja, damit es halt ein bisschen besser aussieht, müsst ihr hier noch den entsprechenden Custom-Grafik-Ordner einfügen. In diesem Fall der hier. Kopiert ihr wieder. Und fügt ihn dann hier ein. So. Den benennt ihr dann auch wieder zu dem entsprechenden Level. So. Würde ich jetzt nochmal das Spiel starten, könntet ihr sehen, alles wäre normal. So wie sonst. Zeige ich aber jetzt nochmal. Ja, und ihr seht, es funktioniert. Jetzt sind die Custom Graphics mit eingefügt. Und es flimmert auch nicht mehr. Doch. Etwas. So. Ja, so viel dazu. Und ja, jetzt wisst ihr auch hier, euch ein Custom Intro erstellt oder beziehungsweise und genauso könnt ihr ein Custom Outro erstellen. Ja. Und das war's. Das war das SMBX Tutorial. Ich habe euch den vollen Umfang von dem Editor gezeigt. Und ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Wenn ja, unterstützt mich. Und ich glaube, es gibt sehr viele Online-Foren, wo ihr dann eure Spiele hochladen könnt. Und dann kann man sie auf der ganzen Welt downloaden, runterladen und selbst spielen. Ja, das war das SMBX-Tutorial. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und weitergeholfen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Projekt. Ciao.